Der Club der klaren Worte ist eine unabhängige und überparteiliche Informationsplattform. Wir werden von keiner Organisation oder Partei finanziert. Ausschließlich unsere Zuschauer und Leser unterstützen unsere Arbeit. Vielen Dank dafür. Guten Tag, mein Name ist Markus Langemann, ich bin Publizist. Der feine Herr hier in Tweet ist der Redelsführer einer terroristischen Vereinigung, wird Ihnen in den Ihnen bekannten Medien verbreitet. Sie haben sicher die Nachrichten dazu gelesen oder gesehen. Ich war nicht dabei, als der Verfassungsschutz über telekommunikative Abhörmaßnahmen Erkenntnisse erlangte. Ich war auch nicht vor Ort, als das Innenministerium vom Verfassungsschutz über einen geplanten und bevorstehenden Staatsstreich informiert wurde. Noch war ich in der Leitung, als sich die Verfassungsschutzchefs der Länder über ihre Erkenntnisse austauschten, sie sachlich, unaufgeregt und formaljuristisch festhielten, dass ein geplanter Staatsstreich grundsätzlich eine strafbare Handlung ist und manche Teilnehmer vor vereinzelten Jagdwaffenbesitz des konspirativen Stammtisches warnten. Am vertraulichen PR-Strategie-Meeting zur Planung des PR-Stunts mit dem Kanzler, dem Chef des Kanzleramtes, der Innenministerin, Beratern und Ministerienpressesprechern habe ich ebenfalls nicht teilgenommen. Ich konnte also nicht mithören, wie der Kreis besprach, die Erkenntnisse über die strafbaren Handlungen unter Führung des 71-jährigen Rentners als politischen Schachzug gegen eine missliebige Opposition öffentlichkeitswirksam zu inszenieren. Das war ein massives Zeichen mit maximaler Medienwuchtigkeit und mindestens 3000 martialischen Polizeisoldaten vereinbarte, habe ich folglich nicht mitbekommen. Ferner war ich nicht zur Stelle, als dann als Ergebnis der Besprechung des Innenministeriums ausgewählte Pressevertreter zu einem Hintergrundgespräch mit Frau Faeser und Kanzleramtsmitarbeitern einlud. Die Informationen, die man den Medienvertretern weitergab, inklusive des Versprechens der rechtzeitigen Informationen über den Zugriff, wenn man die Örtlichkeiten und Akteure bis dahin vertraulich behalten würde, erhielt ich somit auch nicht. Ich weiß also gar nichts. Aber ich sehe, was ich sehe. Und ich sehe die dümmsten Terroristen der Welt, die von der Exekutive der dümmsten Regierung seit Bestehen der Bundesrepublik, wie Oskar Lafontaine kürzlich in seinem neuen Buch schrieb, festgenommen wurden. Bei der Razzia seien zunächst zwei Jagdgewehre, eine Kurzwaffe sowie Schwerter und Armbrüste, Schreckschuss- und Signalschusswaffen gefunden worden, hieß es im Innenausschuss des Bundestages. Angeblich auch große Mengen an Dosenravioli. Das bisher Bekannte erinnert doch eher an eine Truppe wie Monty Python, die erfolgreich das Zwerchfeld terrorisiert. Ich möchte wahrhaftig und wahrhaftige Bedrohungen unserer Staatsform nicht marginalisieren. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Aber es stehen meines Erachtens die Leuchtbuchstaben der Frage im Raum, wer schadet dem Land, der Gemeinschaft in Deutschland, dem Zusammenhalt und der Gesundheit bisher mehr? Der amtierende, verhaltensauffällige Gesundheitsminister oder eine verspulte, seniorige Truppe von Komikern und Köchen. Verhältnismäßigkeit ist keine Tugend, aber in Fragen des staatlichen Zugriffs ein Gebot in einer funktionierenden Demokratie. Und wo es beim internationalen Auftritt von Fußballnationalmannschaft oder dem Zugriff von nationalen Sicherheitsbehörden um maximale deutsche Show-Effekte geht, steht eine degenerierte Gesellschaft bald vor dem Endspiel. Ich wünsche mir für 2023 die Rückkehr des aufgeklärten Geistes und der Vernunft. Die Abkehr vom Weg der rasanten Verdummung in diesem Land sei bitte das Mindeste. Bleiben Sie stabil. Eine Produktion des Club der klaren Worte 2022.
talking to me. Keep on telling me your dreams. Keep on talking to me. But I just wanna see you.